Heute wieder geht es um einen Fehler, den ich gemacht habe. Und zwar habe ich mir die Haare kurz geschnitten. Ich habe jetzt eine Glatze. Ihr habt es bestimmt schon auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter gesehen. Wieso das Ganze zustande gekommen ist, ist eine kleine Geschichte, die ich euch jetzt kurz erzähle. Und zwar war es so, meine Haare, die waren ja schon länger irgendwie nicht mehr so richtig in Form, hier länger, hier, haben halt nicht mehr top ausgesehen. Darum habe ich mich auf die Suche nach einem Friseur begeben, in der Stadt, wo ich wohne. Natürlich habe ich keine damit gekommen. Der einzige, wo ich dran gekommen wäre, wäre 2 Stunden Wartezeit gewesen und da hatte ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Da habe ich so überlegt, hey Luke, eigentlich möchtest du ja gar keine solch komplizierten Haare, du möchtest einen einfachen Haarschnitt, rasierst du dir einfach die Haare ab. Gesagt, getan. Ja, und da mein Schwager eine Maschine hat, dachte ich mir, hey, fragst du den mal, ob der dir die Maschine leiht. Habe ich auch gemacht. Meine Schwester hat sich dann bereit erklärt, mir die Haare zu schneiden. Und auf die Frage, die sie mir gestellt hat, wie viel Millimeter willst du, habe ich, Vollidiot, 3 mm geantwortet. 3 mm wären ja ganz okay, wenn ich schwarze Haare hätte. Aber verdammt nochmal, ich habe blonde Haare. Somit ist es ein vollkommener Bullshit, wenn ich mir jetzt die Haare auf 3 mm schneide. Aber ich wusste, war natürlich wieder der Meinung, dass es cool ist. Ich bin Luke, ich mache das jetzt einfach ohne zu überlegen, durch die Wand durch. Coole Sache. Im Endeffekt ging ich dann raus in den Spiegel, schaute rein und sah es. Es sah entsetzlich aus. Ich sah wie ein Nazi aus. Und da, genau das ist der Punkt. Ich sah wie ein Nazi aus. Denn anschließend ging ich noch mit meiner Mutter einkaufen. Denn ich habe kein Auto und meine Mutter fährt immer mit mir einkaufen. Und mein Lieblingsgeschäft ist eigentlich dieser türkische Laden, da es so richtig geiles frisches Fleisch und so gibt. So richtig günstig, frisch. Oh, Hammer. Naja, auf alle Fälle, ich mit der schönen Nazi-Frisur, die ich jetzt habe, obwohl ich kein Nazi bin. Nein, 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 nein! Möchte ich betonen, ich bin kein Nazi, in den Laden rein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die mich angegafft haben. Ich habe mich noch nie in meinem Leben sowas von geschämt. Geht doch mal mit so einer Glatze in den türkischen Laden. Ah. Ich schwör's euch. Nein, im Endeffekt war's das für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich wie immer da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.